Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Herzlich willkommen bei Gym Unit. Heute bin ich dran. Ich zeige dir, wie du eine massive Brust von zu Hause aus aufbaust. Ich habe es folgendermaßen gegliedert. Du kriegst 4 Übungen, die man mit jeder Kurzhantel und einer Flachbank zu Hause absolvieren kann. Im Notfall kannst du vielleicht auch einen Stuhl nehmen, um das Ganze praktisch in dein Training einzubauen. Es sind 4 Übungen, wir werden weniger als 10 Minuten brauchen und dadurch, dass ich natürlich sehr billige Hanteln habe, ich zeige dir die mal, so ganz billige Hanteln hier selber zusammengeschustert, ist das Gewicht auch nicht sehr hoch. Das heißt, dadurch, dass ich ein niedriges Gewicht habe, ist es natürlich umso schwerer jetzt als Fortgeschrittener sich auszupowern, aber das tue ich mit intensivem Training, also mit kurzen Pausen, die zwischen den Wiederholungen sind, wieder gut machen. Das heißt, ich habe wenig Pause, eine hohe Intensität und dadurch schaffe ich es auch, meine Brust zu zerstören, obwohl ich ein sehr niedriges Gewicht habe. Die erste Übung, die wir machen, ist Kurzhantel drücken auf der Flachbank und das ist eine klassische Übung, die kennst du mit Sicherheit. Das heißt, ich gehe nach hinten, die Schulterblätter sind zusammen und dann drücke ich das Gewicht hoch. Wichtig ist, kontrolliert hochzugehen, Schulterblätter bleiben hinten und die Schulter bleibt auch unten. Es gibt einige Anfänger, die machen den Fehler, wenn sie nicht mehr können, dann gehen sie so ganz weit hoch. Das sollte hier auf jeden Fall vermieden werden. Also, ich mache hier ein paar Wiederholungen. Mit diesem Satz kann ich mich aufgrund des niedrigen Gewichtes noch nicht auspowern. Aber dafür kommt dann direkt die zweite Übung. Das sind die Überzüge. Ich habe wieder ein zusammengebasteltes Gewicht. Das sind hier jeweils 4 Kilo, schaut ein bisschen lustig aus. Also 16, um die 18 Kilo. Das wird schön machen. Pause, geht's weiter. Und direkt wieder zu den Überzügen. Hier auch schön nach hinten gehen. So, das erste Duo ist fertig. Ich schwitze schon ganz gut. Wenn du sagst, es reicht mir noch nicht, kannst du überall noch einen Satz hinhängen. Das zweite Duo, um mich nochmal richtig auszupowern, sind Dips und gleich im Anschluss Liegestützen. Dips kannst du auch ganz easy machen mit 2 Stühlen nebeneinander. Gehst dann runter. Ich habe hier ein kleines Gerät, kann man auch sofort umsetzen. Also, weiter geht's. Bei den Liegestützen trainiert man natürlich einmal die Brust, der Trapez ist auch dabei, auch der Trizeps. Ist relativ einfach. Ich gehe hier schön runter,
dann wieder hoch, möglichst wenig Schwung. Oftmals reicht auch schon körpereigenes Gewicht. Und jetzt aufpowern, Liegestützen. Nochmal einen Satz Dips und dann Liegestützen und das war auch schon das Workout. Denn oftmals ist weniger auch mehr. Ich bin auch schon kaputt. So ein harten Workout, da braucht man keine großen Gewichte. Einfach nur schön die Brust zerstören. Und wie Cole ja auch gestern schon gesagt hat, in seinem einen Motivationsvideo, wenn du die Zeit nicht hast, dieses Mini-Workout zu Hause einzubauen, dann brauchst du gar nicht erst mit Fitness anfangen. Denn es braucht nicht lang, nicht mal 10 Minuten. Du powerst deine Brust aus. Ein bis zweimal die Woche kannst du eine richtig geile Figur aufbauen. Bleib einfach nur dran, das heißt, nimm dir die Zeit, 10 Minuten, zweimal die Woche, nur für die Brust und du wirst merken, du wirst massive Fortschritte erzielen. Also, du merkst, ich bin ausgepowert, da braucht nicht viel Zeit für sowas. Abonnier auf jeden Fall auch mal die Jungs, unterhalb habe ich eine große Leiste mit allen Jungs, die bei Gym Unit dabei sind. Gym Unit hat dir geholfen, wir sehen uns bald wieder, mach's gut, bis dahin, dein Flavio Simonetti. Jetzt kommt nämlich die zweite Übung, und zwar Dips, und das Ganze mache ich im Supersatz mit, gute Frage, ja, Moment, bleib mal, Liegestützen, okay.